Die Frauen hatten eine bessere erste Halbzeit und werden das Ding am Ende wahrscheinlich mit 11-10 nach Hause schaukeln. Also auf die Quotierung ist geachtet. Jetzt Jan Kunert, Geschäftsführer des KUB und Mitinitiator des neuen Mieten-Volksbegehren. Herzlich willkommen auch dir hier auf unserer LDK. Ja, herzlichen Dank und guten Tag, dass wir hier die Möglichkeit haben, das Begehren auf eine neue soziale Wohnraumversorgung in Berlin vorzustellen. So heißt der ganze Titel dieses etwas dickeren Gesetzes. Ich werde jetzt nicht einen dieser 52 Paragraphen vorlesen und erklären. Schaut euch es an, www.mietenvolksentscheid-berlin.de. Da steht das Gesetz, da stehen Erläuterungen, da stehen Hilfestellungen. Und vor allem steht da eins, ein Button, ich will mithelfen, ich will sammeln, ich will euch unterstützen. Ich fordere euch auf, schaut auf die Website, engagiert euch. Warum gibt es diesen Volksentscheidsbegehren? Verschiedenste Mieteinitiativen haben jahrelang intensive Gespräche mit Politik und Senatsverwaltung geführt. Ich habe für Kotti & Co. einige dieser Gespräche mit der Senatsverwaltung begleitet. Das Resultat ist leider null. Das heißt, es ist eine Stinkwut, dass sich die Verhältnisse eigentlich nicht zum Guten ändern. 260.000 Haushalte in Berlin leben unterhalb der Armutsgrenze und, Sibylle Klotz hat es eben gesagt, es fehlen heute schon 120.000 preiswerte Wohnungen. Wie soll das eigentlich gelöst werden? Dieser Volksentscheid legt einen neuen Schwerpunkt und er sagt, dass das, was heute noch preiswert ist im Bestand, mit öffentlichem Geld angefasst werden soll, gesichert werden soll und in die Zukunft preiswert erhalten bleiben soll. Natürlich kann man und muss man neu bauen, aber 120.000 Wohnungen, ich weiß nicht, wie das in kürzester Zeit für Berlin realisiert wird. Also wenn das Wohnen in Berlin preiswert bleiben soll, muss in den Bestand eingegriffen werden. 130.000 Wohnungen hat das Land Berlin noch mit Sozialwohnungen gefördert. Die Wohnungen kosteten vorletztes Jahr, 2013, im Durchschnitt 5,74 Euro kalt, netto kalt. Letztes Jahr schon 5,91 Euro netto kalt. Sie steigen jedes Jahr um weitere 13 Cent. Dazu kommen Nebenkosten und Heizung, das ist gut und gerne 10 Euro. Ist das ein sozialer Mietpreis? Dieser Volksentscheid hat eine klare Aussage getroffen. Er möchte diese Wohnung wieder preiswert machen, durch ein sicherlich auch umstrittenes Instrument, nämlich in diesen teuren Wohnungsbau nachzusubventionieren. Weil nicht die Mieterinnen und Mieter haben diese Fehler der 70er und 80er Jahre auszubaden, sondern es muss ihnen geholfen werden, auch wenn das sicherlich ein teures Vorhaben sein wird. Die Obergrenzen der jetzigen Mieten sollen drastisch gesenkt werden für Transfereinkommensbezieher auf das Niveau, was die Jobcenter zahlen. Das wären derzeit irgendwie 4,75 Euro. Wer den normalen Bundes-B-Schein hat, würde um die 5 Euro zahlen. Der Berliner B-Schein, der bei 1.400 Euro Einzeleinkommen ist, der wäre dann etwa bei 5,50 Euro. Also deutlich noch unter dem, was jetzt ist, Miete ist. Und dann geht dieser Senator hin, nimmt sich eine Überschrift aus dem Gesetz und sagt, oh ja, ich habe auch was gefunden, nämlich eine einkommensabhängige Miete. Erklärt das, wir machen am Dienstag Pressekonferenz, stellen das vor, er macht 3 Tage später auch eine und sagt, jo, ich will das auch. Dann schlägt man die Zeitung auf und fragt sich, irgendwie hat er irgendwo was missverstanden, weil das, was er vorschlägt, heißt, niedrigste Miete 6,20 Euro, höchste Miete 8,50 Euro. Letztes Jahr waren es noch 7,50 Euro. Also die Miete steigt um 15%. Ich kenne keine Gehälter, die letztes Jahr um 15% gestiegen sind. Also das ist mal so ein kleiner Irrtum seinerseits. Und vor allem, wir wollen das Gegenteil. Wir wollen diese Mieten senken und nicht erhöhen. Deswegen ist völlig klar, dass das, was der Senat derzeit macht, keine Antwort auf das Volksbegehren ist. Es gibt also keinerlei Grund, nicht alle Kräfte zu sammeln, um mit der Wahl des Abgeordnetenhauses 2016 eine klare Ansage zu machen, nämlich durch ein gültiges Gesetz die nächste Regierung zu zwingen, eine andere Wohnungspolitik in Berlin zu machen und nicht mehr zu appellieren. Appelle hat es genug gegeben. Es hat Mietendossier gegeben.
Es hat eine breit angelegte Kampagne Mietendossier gegeben. Es hat eine große Konferenz im Abgeordnetenhaus über die Zukunft des sozialen Wohnungsbaus gegeben. Viel diskutiert, keine Ergebnisse. Drei kurze Sachen noch. Natürlich stellt sich dieses Gesetz auch den anderen Problemen. Es löst sie aber nicht alle. Es ist eindeutig so, dass hier sehr klar unterschieden wird zwischen der Regelung des Gesetzes für die Organisierung des sozialen Wohnungsbaus und die Landesunternehmen, da komme ich gleich noch drauf, und die Finanzierung der klassischen Wohnraumförderung. Wenn hier keine andere Politik gemacht wird und auch von den Haushältern im Parlament nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, dann bleibt auch dieses ein zahnloser Tiger. Das heißt, wir verlangen auch im Rahmen der Kampagne des Volksentscheides eine politische Kampagne in Berlin, dass das auch umgesetzt wird und nicht nur Paragraph bleibt. Das bedeutet zum Beispiel für die Modernisierungsförderung, dass eine Modernisierungsförderung auch einkommensabhängig gestaltet werden soll. Und zwar nach denselben Regelungen, wie ich sie gerade für den sozialen Wohnungsbau skizziert habe. Nur so kann ich überhaupt preiswerten Altwohnungsbaubestand erhalten. Und das müssen wir. Und schließlich und letzten Endes, ja, das ist für mich auch einer der wichtigen Punkte, dass mit dem Volksentscheid die Wohnungsunternehmen des Landes auf eine neue soziale Versorgungsaufgabe gestellt werden und rauskommen aus ihrem Gewinndruck. Nie wieder Verkauf GSW. Nie wieder Abführung von Milliarden auf Kosten der Mieterinnen und Mieter. Das ist alles aus Mieten bezahlt, was durch in sich Verkäufe an den Haushalt abgeführt worden ist. Das fehlt heute an Instandhaltung und sehen wir in überhöhten Mieten. Dieses Gesetz will das verhindern. Um das machen zu können, ist ein sehr anspruchsvoller Begriff, nennt sich Anstalt öffentlichen Rechts. Eine Aktiengesellschaft ist und bleibt eine kapitalgewinnorientierte Gesellschaft. Deswegen sollen die umgewandelt werden. Und das Zweite, auch eine Aktiengesellschaft ist gar nicht in der Lage, Mieter-Mitbestimmung rechtlich überhaupt zuzulassen, denn sie müssen ja das Vermögen der Aktionäre schützen. Deswegen haben wir gesagt, das sollen Anstalten öffentlichen Rechts werden, die eine Sozial-Gemeinwohlorientierung zu realisieren haben. Keine Gewinnausschüttung, dauerhafte Versicherung, also quasi wie eine Stiftung. Und last but not least, eine Mieter-Mitbestimmung, insbesondere über Modernisierung, damit es überhaupt wieder einen gesellschaftlichen Konsens über die Neugestaltung des sozialen Wohnungsbaus in Berlin gibt. Wir fordern euch auf, unterstützt dieses Volksentscheid. Danke, Jan Kunert. Und jetzt